Dann wollen wir mal. Rein ins Getümmel. Da bist du ja. Hast du Ben ja schon getroffen? Kaderaufstieg, okay. Selbst mit meinen Fertigkeiten. Da bist du ja. Hast du Ben ja schon getroffen? Selbst mit meinen Fertigkeiten werde ich schnell müde. Kennst du diesen schrägen Vogel? Ich brachte ihn mit, weil ihn die Rotflossen ordentlich verdroschen haben. So. Geh ruhig vor. Ich bin direkt hinter dir. Wir haben eine Legacy, die wir aufstufen können. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz. Inventar haben wir, glaube ich, nichts Gutes bekommen, außer das da. Die können wir aber noch nicht lesen. Ne? Finde. Jetzt müssen wir die Kanäle noch finden hier. Was ist das denn? Piratenbücher. Wo sollen die denn bitte sein? Bin ich einfach nur blind? Wo sind die Bücher? Erfinde Cornelia an der Corny. Meeresküste. Hier ist das Schiffswrackküste, ne? Einfach komplett blind, oder? Ich habe sie gefunden. Okay. Die war gerade daneben. Jetzt haben wir das zweite Tagebuch. Und von wem? Von den Piraten oder was? Tatsächlich, ich musste nur die Piraten besiegen.
Speedy sich einfach komplett durchslasht. Ich sag's immer wieder, es ist einfach so. Zack, zack, zack und weg sind sie. Einfach. Und jetzt kommen sie und greifen mich von hinten an. Wieder so eine krass gute Kampfgegenstandtruhe. Da oben können wir den Teleporter aktivieren, bevor wir in den Dungeon gehen. Der rot erflossene Unterschlupf. Wollen wir mal rein. Oh. Bei mir ist jetzt mittlerweile 6 Uhr morgens, Alter. Shit. Der zwei Klingen ist das Vega. Da kommen sie. Wer seid ihr denn? Teufelschwestern. Zerstöre die Wachtürme. Sind das viel? Pass mal auf jetzt. Oh, ich glaube, das sollte ich mitnehmen. Ach nee, hab komm. Der ist ganz schön nervig. Alles okay. Mann, nerviger Gegner.
wie sie sich durchschlitzt, Alter. Meine Frage. Captain Ed ist in der Grotte des heulenden Sturms. Mehr weiß ich nicht wirklich. Ui. Die Grotte des heulenden Sturms. Ist schon ein guter Blickfang, würde ich sagen. Die Piratin, die macht was her. Auf dem offenen Meer können wir die Rotflossen kaum noch verfolgen. Auf zur Grotte des heulenden Sturms. Geil, geil, geil. So, wir haben hier jetzt den Aufstieg auf Level 7, was bedeutet, wir bekommen die zweite Fähigkeit. Elementwechsel zu Wasser. Durch Überladen der Fähigkeiten werden 3 eingefroren. Kritwahrscheinlichkeit, ausgeteilter Schaden. Wir sind ja komplett auf Eis, wir gehen weiterhin auf Eis. Mir gefällt das mit dem Eis. Stufe 41 sind wir. Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Einfach eingefroren, Alter. Einfach eingefroren. Mächtiger Chaos Dungeon. Ich mach den auf normal. Das letzte Mal haben wir ja auch schwierig gemacht. Und es ist nur Scheiße rausgekommen. Aber naja, eigentlich ist nicht nur Scheiße rausgekommen, denn wir haben ja einige gute Rüstungsteile bekommen, aber nichts Legendäres oder Episches. Schau mal, ich war etwas schneller und habe den Ort vor dir gefunden. Karl, du nervst mich, ehrlich. Los, folgt mir! Was ist das denn? Ein Höhlenschleim. Ein weiterer Werft, oder was? Die Piraten sind dort unten.
mein Schiff. Hm? Das haben wir gebaut. Wofür bezahle ich die Wachen, verdammt nochmal? Wenn sie jetzt davon segeln, war's das. Los, wir müssen schnell dorthin. Hm. Da würde ich sagen, beeilen wir uns. Und schau nicht mehr im Fernrohr in die Ferne. Mehr im Fernrohr in die Ferne. In die Weite. Nein! Nein! Oha! Die lassen wir aber schön links liegen. Absolut keine Notwendigkeit, die hier zu machen. Was ihr wollt. Lärpe halten, sonst setzt was. Zwanzig gewalttätige Piraten besiegen, okay. Bessere Hose. Okay, das ist ein bisschen. Oh, die ist gar nicht besser, oder? Na, immer noch nicht bereit? Beweg dich! Wir setzen bald die Segel. Kindere Bombenschütze daran, an Bord des Schiffes zu gehen. Da ist ein Boss übrigens drin. Oh. Perfekt. Perfekt, perfekt. Was haben wir denn bekommen? Grit. Warum wird es jetzt immer auf der linken Seite auf der linken Seite? Ja, gut, okay. Zähigkeiten, Kompetenz brauchen wir nicht. Ist das wieder ein Riesendungeon? Massaker. Na los, ihr
werde das Meer nicht. Weiter geht's. Perfekt, wo wir es weiß hin. Ich nehme aber mit Sicherheit an, dass es da noch irgendwas gibt. Deswegen gehen wir da mal lang. Zum Glück haben wir ja das noch mit den 5% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn wir das nicht hätten, würden wir das Spiel 5% langsamer durchspielen. Gut, dass wir das haben. Oh, Kashi, moin moin. Alles klar bei dir? Okay, Giveaway, sehr gut. Tatsächlich gibt es hier noch was. Ja, am Ende des Streams wird definitiv der Giveaway verlost. Ich gucke jetzt gerade mal, ob du drin bist. Rapidy. Sorry, versuch nochmal. Kashi. Ich muss gerade schauen, ob das funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Gib genau denselben Befehl nochmal ein, wenn du mitmachen möchtest. Zerstöre Vorräte, okay. Kashi, bist du noch da? Oder bist du schon wieder raus? Wunderbar.
Okay. Scheint so, als wäre Kashi schon nicht mehr da. Mein Schiff! Mein schönes Schiff! Ich entwarf es ganz allein. Und jetzt ist es weg. Schnell, geh! Was für ein krank großer Dungeon, wie das wieder ist hier. Also wie gesagt, für diejenigen, die noch mitmachen möchten, Ausrufezeichen, Giveaway und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Okay, eine Flagge des schwarzen Fuchses haben wir bekommen. Was bringt die denn? Nutze die Balliste. Ah, das wird nichts. Den Mast zu zerstören. Das war ein Fehlschuss, würde ich sagen. Hat die einfach die Black Pearl, Alter.
Murdoch, danke für dein Follow und willkommen im Dojo. Dank dir, dank dir. Geht's dir gut? Icebex? Den Befehl habe ich leider nicht, sorry. Sei etwas respektvoller, junge Dame. Ich bin Hibaik, erster Mat der Rotflossenpiraten. Und du kommst zu spät. Captain Ed hat bereits die Segel gesetzt, um Blutklaus Beute zu finden. Für einen toten Mann ist er ganz schön geschwätzig. Du? Na schön. Er gehört dir. Ah, lol. Killer, sag ich, Killer, Alter. Der war sowas von weg. Blutklaue glaubte an die Piratenehre. Er kämpfte für den Frieden auf See. Den Schatz wollte er verbergen, auch wenn es den Tod bedeutete. Jetzt verstehe ich. Komm schon, ich bring dich zurück. Also wirklich die Arche. Das ist doch ein Märchen. Doch du bist nicht der erste Narr, der davon besessen ist. Captain, Hafen voraus! Komm zu mir, wenn du in der Stadt fertig bist. Ich hab was für dich. Sie hat was für mich. Das sage ich doch nicht nein, wenn es dann noch am besten ins Hinterstübchen geht. Ich glaube, die ist so eine. Mal schauen, ob wir unser Schiff endlich bekommen. Sprich mit Schwarzzahn, okay. Nehmt sie. Blutklaue gab sie mir. Was gibt sie mir jetzt? Die Rotflossen gibt es nicht mehr. Feierabend. Feierabend. Ich muss zugeben, auf Bahrain ist Verlass. Er scheint echt in Ordnung zu sein. Wie dem auch sei, es wird Zeit für mich, den Anker zu lichten. Hier. Piratenlegenden zufolge verschwand Blutklaue, um eine mächtige Kraft zu finden. Die Karte zeigt seinen letzten Aufenthaltsort. Vielleicht führt sie dich ja zu deiner Arche. Aber du brauchst ein Schiff.
Ich hätte da eins. Das ist doch ein richtig geiles Schiff, sage ich euch. Nicht so wie die Bruchbude, wo wir am Anfang gesehen haben. Ah, du bist von den Rittern von Luterra. Mannschaftsmitglieder anheuern. Lol, wir können sogar eine eigene Crew haben. Wie verschickt ist das denn? Das haben wir auch bekommen. Assassine. Sehr schön. Und das ist das. Spezialisierung und Zähigkeit. Nehmen wir mit. Die ist jetzt um einiges besser, wie die, wo wir momentan anhaben. Ich freue mich schon darauf, mit dir loszuziehen. Okay, Escho ist mein erstes Crewmitglied. Geht dorthin, wo sie sich alle versammeln. Du verlässt Luterra also wirklich? Ja. Hab nicht lang genug hier gehalten. Du brichst also wirklich auf. Genau. Zeit, an neue Ufer aufzubrechen. Seine Majestät weiß schon von unseren Taten in der Grotte des heulenden Sturms. Hochsee. Bereit, die Segel zu setzen? König. Auf dass wir uns wiedersehen. In einer besseren Welt. Du brichst also auf. Ich will auch reisen. Sobald hier alles geregelt ist. Um gegen die Dämonen zu bestehen, müssen wir ganz Arkesia vereinen. Ich suche die Sternboten und... Jemand wird Amel finden müssen. Unsere Mission hat gerade erst begonnen. Das Licht von Regulus möge dir stets den Weg weisen. Lang lebe die Heldin von Luterra! Das ist wieder so ein epischer Moment im Spiel, wo man dann einfach das Schiff bekommt und jeder sich von einem verabschiedet und das Spiel einfach jetzt nochmal einen richtigen Batzen größer wird und erstmal anfängt. Aber auch wenn das Spiel jetzt anfängt, ne? Oh, was haben wir denn hier? Exklusive Matrosen. Alter, was da schon wieder abgeht hier am eigenen Schiff. Das ist meine Mannschaft. Mach einen Rechtsklick, um die Mannschaftsmitglied zu einsetzen. Das Segel ändern. Mal gespannt, ob es da später noch weitere Segelfarben gibt.
mach das Geld hier.